Hallo, heute zeige ich euch ein leckeres Sandwich mit Hummus, einer Art Antipasti und frischem Salat. Eine Zucchini, eine rote Paprika und eine Aubergine. Unter fließendem Wasser waschen. Dann jeweils in schöne große Scheiben schneiden. Die Reste beiseite legen und zum Beispiel für einen Salat nutzen oder gleich alles abbraten. Bei der Möhre einfach einen kleinen Streifen abschneiden, dann wackelt sie nicht mehr beim weiteren Schneiden. Die Zwiebel in Ringe schneiden. Etwas Pflanzenöl zum Anbraten. Eine Dose Kichererbsen. Den Sud abgießen oder als Aquafaba für andere Rezepte aufheben, dann gut abspülen. Das ganze Gemüse in einer Pfanne anbraten oder weniger aufwendig alles im Ofen bei 180 Grad für ca. 20 Minuten. Eine Zehe Knoblauch. Salz und Pfeffer. Ein bis zwei Esslöffel Zitronensaft. Natürlich wäre eine frische Zitrone zu bevorzugen. Zwei Esslöffel Pflanzenöl. Vor Gebrauch das abgesetzte Öl gut vermengen, wie auch bei jedem anderen Nussmus. Vier Teelöffel Tahini. Salz und Pfeffer. Einen Teelöffel Paprika edelsüß. Ein Teelöffel Kreuzkümmel gemahlen. Etwas Ahornsirup zum Karamellisieren oder anderes Süßungsmittel.
Erneut etwas Pflanzenöl. Noch etwas Wasser oder Öl dazugeben, je nach Bedarf. Etwas Romana-Salat und Rucola. Sollte der Salat nicht mehr ganz so frisch sein, kann man ihn einige Minuten in kaltes Wasser legen, am besten Eiswürfel hinzugeben. Für einige Minuten abdecken, damit die Aubergine weich wird. Ca. 2 Esslöffel Balsamico-Essig, 1 Esslöffel Pflanzenöl, 2 Scheiben Toastbrot. Den Hummus auf dem Toast verteilen. Dann den knackigen Salat darauf. Und zu guter Letzt die Antipasti. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich euch bitten, einen Daumen hoch zu geben, den Kanal zu abonnieren und es zu teilen. Damit helft ihr mir sehr weiter. Vielen Dank! Jetzt heißt es nur noch zuklappen, in die Hände nehmen und genießen. Ich wünsche einen guten Appetit.